So, ich war heute mit dem Antur Nester in der SV 1422 Usingen auf dem 3D-Parcours. Ich hatte meine GoPro mit dabei, habe aber vom Parcours selber keine Aufnahmen gemacht, weil wir zu dritt dort waren und die dritte Person wollte nicht mit auf die Videos drauf. Und das respektiere ich natürlich und habe dann halt nur Aufnahmen gemacht, wo ich mich unten ein bisschen auf dem Bogen quasi eingegroovt habe, eine Stunde lang. Und ungefähr, ja, mit Päuschen dazwischen um die 100 Pfeile geschossen habe. Die Sequenzen zeige ich euch im Nachgang. Ich habe die selber bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe erstmal Mittagsschlaf gehalten. Werd alt. Muss ja meine alten Knochen ausruhen. Habe aber von verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Entfernungen. Also ich glaube, das waren, die kurze Entfernung sind glaube ich 10 oder 15 Meter. Und die größte Entfernung, die habe ich aber jetzt glaube ich nicht mit aufgenommen. Oder wenn dann nur von vorne. Sind glaube ich 34 oder 36 Meter Entfernung. Gleich vorneweg kann ich auch sagen, die Pfeilkombination, die ich jetzt gewählt habe, war unglücklich. Der Avalon Tyro, ein relativ günstiger Carbon-Pfeil, harmoniert nicht so gut mit dem Nesterbogen. Die Vanes, also die Federn, Gummifedern, die Fletschen, sind zu lang und zu groß. Und dadurch kommt der Pfeil auf größere Entfernungen zu stark ins Taumeln. Und das beeinträchtigt selbstredend die Flugbahn und die Präzision. Komischerweise aber der Avalon Hybrid, ein noch günstigerer Pfeil, der ging eigentlich soweit ganz okay. Der hat zwar auch einen Schnicker gekriegt, hat sich aber beim Flug soweit eigentlich stabilisiert. Man sieht aber auch, die Fletschen, also die Vanes, sind kleiner als bei dem Tyro. Und das hat dann so ein bisschen den Ausschlag dafür gegeben, dass sie ein bisschen besser geflogen sind. Der Andreas hat sich auch einen neuen Bogen geholt, einen ILF-Bogen vom Bearpaw. Und ich habe dann seine Pfeile mal probiert und die waren mit Normalbefiederung. Und die sind 1A über den Shelf drüber gegangen. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall andere Pfeile holen. Das ist aber wie beim Kurzwaffenschießen. Ja, oder beim Feuerwaffenschießen grundsätzlich. Waffe und Munition müssen miteinander harmonieren, dass die Präzision dabei rauskommt. So, beim Bogenschießen ist es halt die Kombination aus Pfeil und Bogen. Die müssen miteinander harmonieren. Und wenn das es nicht tut, dann leidet halt letzten Endes die Präzision darunter. Alles in allem muss ich aber sagen, der Nester schießt sich wunderbar. Ist sehr, sehr angenehm zu schießen. Er ist sehr leicht. Ich werde ihn nachher mal kurz auf die Waage legen. Ich meine, das Gewicht waren zwischen 500 und 600 Gramm. Der ist relativ leicht. Damit ist es aber auch sehr angenehm, mit ihm durch den Wald zu laufen. Wenn man ihn die ganze Zeit in der Hand hält, ist das sehr, sehr angenehm mit diesem Bogen. Alles in allem muss ich sagen, ich habe den auf 8 Zoll Standhöhe eingerichtet. Der Hersteller gibt auch an, zwischen 8 und 8,5 Zoll. Und ich habe mir jetzt erstmal auf 8 eingestellt, um es nicht zu übertreiben. Hat gestern Abend bereits schon eingestellt, aber anscheinend durch das Aufwärmen hat sich die Sehne noch ein bisschen gedehnt. Und damit habe ich dann nochmal nachjustiert, bevor wir auf dem Parcours sind. Und hat sich aber trotzdem sagenhaft schießen lassen. Also das Schussgefühl sehr, sehr angenehm. Es macht richtig, richtig Spaß, diesen Bogen zu schießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, wer einen einteiligen Recurve sucht, der auch noch sackschnell ist, und das werdet ihr in den Videos auch sehen, ist mit dem Nester, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht beraten. Mir gefällt er unwahrscheinlich gut, er macht mir unwahrscheinlich Spaß und ist eine ganz tolle Abwicklung zu meinem Takedown Recurve von SF Archery. Und somit kann ich jetzt auch immer ein bisschen hin und her wechseln. Die Avalon Tyros, wenn sie auch über den Shelf nicht so gut fliegen, kann ich immer noch mit meinem Takedown schießen. Da schieße ich ja vom von der Pfeilauflage und dann ist das auch in Ordnung und kein verschwendetes Geld. Ich muss mir dann halt nur ein paar andere Pfeile holen. Aber hey, Geld muss ja ohne die Leute. Ne? In diesem Sinn, viel Spaß bei den Schießsequenzen vom Bogenschießen mit dem Antur Nester in 60 Zoll, 30 Pfund Zuggewicht, aber bei 28 Zoll Auszug. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.